darf ich Sie recht herzlich willkommen heißen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Kassel Huskies gegen die Eislöwen aus Dresden. Das Endergebnis war 1:2, das Ganze vor 3.264 Zuschauern. Bei mir begrüße ich die beiden Trainer, das ist Thomas Popisch als Headcoach der Eislöwen Dresden und unser Coach Rico Rossi. Herr Popisch, Ihnen gebührt das erste Wort. Erstmal herzlichen Glückwunsch und ein paar Worte zum Spiel, bitte. Na, guten Abend und vielen Dank. Ja, ich denke, dass wir heute eigentlich ein sehr gutes DL2-Spiel gesehen haben. Sehr intensiv geführt von beiden Mannschaften mit sehr vielen Zweikämpfen, sehr vielen Torraumszenen mit zwei hervorragenden Torhütern auch. Wir haben uns natürlich, oder wir mussten natürlich hier heute so antreten, dass wir gerade mit unserem etwas kleineren Kader zurzeit viel Druck wegnehmen wollten. Wir wissen, dass Kassel sehr gutes Vorcheck-System spielt und war unser Ziel natürlich, uns relativ zügig zu befreien. Und ist uns nicht immer gut gelungen, aber umso länger das Spiel ging, umso besser ist es eigentlich geworden. Und das war natürlich für uns vom Vorteil gewesen, dass dann auch gerade in den entscheidenden Situationen der Torhüter uns im Spiel gehalten hat. Hinten raus war es jetzt vielleicht auch ein bisschen glücklich gewesen. Beide Mannschaften hätten den Lucky Punch machen können. Wir hatten heute mal das Glück auf unserer Seite, da bin ich sehr froh drüber, weil in den letzten Wochen hatten wir da schon Schwierigkeiten, gerade im defensiven Bereich. Und bei der starken Mannschaft Kassel heute nur ein Gegentor. Hat die Mannschaft sehr gut gearbeitet und der Torhüter sehr gut gehalten. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ich gebe das Wort gleich weiter an Rico. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, erster Glückwunsch, Thomas, zur Mannschaft, zum Sieg. Das ist die Situation jetzt. Wir finden jetzt Gegner, das kämpfen für jeden Punkt für ihr Leben. Wir kämpfen natürlich für jeden Punkt, aber wir kämpfen von einem anderen Blick. Die kämpfen vom 10. Platz und Relegationsplatz. So, die haben einen riesigen Kampfgeist gezeigt heute, vom Anfang an. Aber muss mich auch sagen, meine Mannschaft hat auch Parole gebieten in diesem Bereich. Wir haben auch sehr hart gespielt, sehr aggressiv gespielt. Wir haben auch unsere Chancen, das Spiel zu drehen. Die Penalty-Schuss am 1-0, das geht zum 2-0. Und das andere Ziel. Die Momentum und letztendlich dann kriegst du ein Tor, was Mika hat uns schon gerettet vorher mit so Big Saves, dann kriegst du so ein Tor. Die sind so diesen Spiel jetzt. Von diesem Punkt an ist jedes Spiel wie ein Playoff-Spiel und die Mannschaft muss sie auf jedem Spiel kämpfen. Die gute Ding ist, dass unsere Mannschaft ist schon gewohnt auf diesen Kampfgeist, auf diesen Ehrgeiz, auf diesen Never Say Die Spiels. Und ich kann mich auch keinen Vorwurf machen auf meine Mannschaft und wir sind sicherlich bereit für das nächste Spiel. Ja, vielen Dank, Rico. Ich mache das kurz und bündig. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Nein? Dann fasse ich noch die Endergebnisse bzw. Zwischenstände aus den anderen Stadien zusammen. EC Bad Nauheim gegen die Eispiraten Krimitschau 3:1, das ist ein Endstand. EV Landshut gegen die Fischtown Penguins Bremerhaven 2:4, ebenfalls Endstand. SC Riesersee gegen die Bietigheim Steelers, da steht es kurz vor Schluss 0:2. Heilbronner Falken gegen die SV Kaufbeuren mittlerweile kurz vor Schluss 8:2. Und Löwen Frankfurt gegen Star Wars Rosenheim 4:1, ebenfalls wieder ein Endstand. Und last but not least, eine Minute vor Schluss, Ravensburg Tower Stars gegen die Lausitzer Füchse steht es 5:4. Für uns geht es weiter. Übermorgen, 18.01. ist das, da spielen wir in Kaufbeuren. Und unser nächstes Heimspiel ist am Freitag, den 23.01., also heute in einer Woche auf gut Deutsch gesagt, 19:30 Uhr. Dann haben wir Topspiel hier gegen die Bietigheim Steelers, den ersten Tabellenführer. Würde mich freuen, wenn Sie alle wieder da wären, spätestens am Freitag. Ansonsten wünsche ich unseren Gästen, wie immer, einen guten und sicheren Nachhauseweg. Noch viel Erfolg. Aber sehen wir uns vielleicht noch. Schauen wir mal. Einmal auf jeden Fall noch. Zweimal auf jeden Fall noch. Einmal heute. Einmal haben wir noch. Genau. Ansonsten Ihnen noch ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Bis nächsten Freitag. Und tschüss.